Darf ich vorstellen? Agent Peter. Wir sind englische Presse. Hi, Steven. Einmal ein Foto. Ja, logisch. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zur Deutschland-Premiere von Men in Black 3. Was macht man, wenn der dritte Teil eines heißgeliebten Franchise wieder in die Kino kommt? 10 Jahre hat es gedauert. Liebe Fans hier in Berlin vor der O2, macht euch mal ganz kurz bemerkbar. Bei 3, 1, 2, 3. Und Will Smith, Nicole Scherzinger, Josh Brolin und Barry Sonnenfeld hier über den roten Teppich laufen. Kommen wir mit den ganz kurz Dingsbumsen. Das ist die deutsche Synchronisierst du denn jetzt schon Tommy Lee Jones? 25 Jahre. Und bist du sozusagen ja ein bisschen weiser und älter geworden? Was ist das Besondere an diesem Schauspieler Tommy Lee Jones? Weil er ist ja in seinen meisten Filmen eigentlich ein bisschen wortkarger. Ja, in manchen, aber in manchen auch nicht. Was ist das Besondere? Ich finde, das ist ein ganz toller Schauspieler. Hast du ihn selbst schon mal persönlich getroffen? Nee, ich sollte bei der letzten Premiere, da hatte ich aber leider keine Zeit. Danke dir. Achso, er filmt. Sagt aus Tennessee, der gerne Bücher gelesen hat und irgendwann auf die Idee kam. This is go on. It's like it just washed. I'm just gonna see it at the end of the day. And has he said anything to me? No, because that's very timely. He told me that it was a rave yeah. Review. Jetzt habe ich eine ganz tolle Frau neben mir, Franziska Knuppe. Franziska, schönen guten Abend. Toll, dass du da bist. Ein Men in Black Fan bist du? Ja oder nein? Ja, sonst wäre ich ja heute nicht hier. Ich weiß ja nicht, vielleicht lässt man sich auch manchmal vom dritten Teil dann überzeugen, weil die ersten beiden noch nicht. Redet und immer eine gute Show macht, egal wo er hinkommt. Und die Fans wahnsinnig viel Zeit und das wird wahrscheinlich halt auch. Viel Spaß, Franziska. Schön, dass du da bist und viel Erfolg auf dem Weg in die O2 World. Schönen Abend. Dankeschön. All auf und wir beobachten das ganz genau. Und Berlin dreht komplett durch. Ihr könnt ruhig ein bisschen lauter sein, wir haben immer noch die Zeit vor dem Dreh Minimum. 4 Stunden in der Maske sitzen, damit ohne zu viel zu verraten. Was ist das Besondere an Men in Black 3, wenn du das dann wird der Teil Men in Black 3 und was ist das cooles Abspiel. Thank you, nice evening. Thank you. Michaela! Also die Haarfarbe lässt anmuten, dass da... Michaela! Michaela! Ein Foto zusammen! Das gönne ich denen von ganzem Herzen, dass sie auch mal sehen, dass ganz normal. Und er wurde bei diesem Film vor eine ganz besondere Herausforderung gestellt, denn es geht ja um Men in Black in der Gegenwart. Zeigen wir vielleicht mal ganz kurz. Mr. Brolin! Steht hinter dieser Dame mit dem Pitbull. Das nennt sie den ganzen Tag. Ist da hier. Magst du anziehen? Mit Tina Zimmermann übrigens bei uns hier gerade. Aber wem würdest du es denn jetzt ernsthaft mal zutrauen? Was glaubst du denn, wenn du jetzt mal so in der Öffentlichkeit dich mal umschaust, was würdest du denn, wer wäre so vom Typ her? So, ich würde. You know what, I apologize. You know, Will Smith, Josh Brolin and I have a lot of personality and between the three of us it's really hard to get a word in edgewise, but it was great working with you. Thank you so much, Barry. I always read scripts together. We get into bed and turn to her and I said, Tommy Lee Jones. And she's turned to me and said, Will Smith. Nicole! The person here really admires Josh Brolin. How did you come up with him? Nicole, please! The younger version as Tommy Lee Jones. And what is so great about him? You ready? You gotta get it ready. Yeah. You gotta be ready. Take a picture, please.
please. You gotta be ready, buddy. Wir sehen ihn aber gerade auch schon mal kurz. Jetzt hast du noch bis hierhin durchgekämpft. Und wenn ich sie dann richtig scheiße bin, dann werde ich mir auch so ganz schön entstanden, weil das aus einer echten persönlichen Wut gekommen ist. Aber erstmal gebe ich es mal ganz gute Chance. Wenn man so, sich so anschaut, wo du so herkommst, ja, wo du geboren bist, ja, wo du sich so anguckt, was damals los war, als du früher zu Hause aus dem Fenster geguckt hast, da war nicht so viel. Ne? Ist dann Kino auch so ein bisschen Lebensersatz eine Zeit lang? Die Superhelden als Vorbild, dann später James Bond. Und es hat so halb geklappt, sag ich mal. Aber das war auf jeden Fall immer das Fenster zu einer Welt, die schöner war als Peine oder Engel Boske, oder Außerirdische. Und wie komme ich hier weg? Manchmal hat man ja auch noch, ich finde, da ist Man in Black auf jeden Fall irgendwie so den ganzen Tag selber wie Man in Black und läuft ein bisschen, so ein Stückchen größer, so ein Zentimeter mit so schwerer Brust durch Peine und probiert man die Außerirdischen zu vertragen. Kennst du das? Ja, ja, weil plötzlich nach dem, wenn man den gesehen hat, dann macht alles Sinn. Für eine ganz kurze Zeit. Dann denkt man, okay, ah, der ist halt, jetzt verstehe ich, warum der so rumläuft. Ein Set aussieht, wie wenig dann am Stück gedreht wird und so, kannst du nicht mehr auf dieses Film alles und sagen, das ist irgendwie jetzt die Welt, in die ich so reingesogen werde, das ist ja eigentlich irgendwie das ganze Set. Das lasse ich schon noch zu, also das ja, aber... Ich habe gerade gehört, wir haben jetzt gerade den Prozentsatz und das haben wir beide zusammen nicht ganz kurz mehr, was gerade... Der hätte mit diesen bösartigen Aliens aufgeräumt, also nicht mit den guten Leben, aber es gibt ja sehr viele bösartige, ja.